Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Hallo, Nadja 93. Ja, ich bin jetzt wieder in der Nebelschlucht angekommen. Ich glaube, bevor ich mich wirklich in diesen Tempel des Träumers begebe, würde ich, glaube ich, erstmal gucken, dass ich den Conifer in der Nebelschlucht finde, weil mir fehlt immer noch hier die Karte. So, also da ist unten ist der Hirschkäferweg. Okay, hier war ich hier entlang. Moment. Oder war ich hier der Weg zu diesem Tempel gewesen? Ich muss gerade selber nochmal gucken, wo ich war und wo ich nicht war. Davon rede ich ja. Hüpp. Wenn ich hier die Karte endlich mal hätte, würde ich auch sehen. Aber wo war ich? Wo war ich nicht gewesen? Hier kann ich mich erinnern, war ich gewesen. Hui! Genau, weil hier geht's jetzt wieder ab zum Grünweg. Was gehört jetzt alles genau zur Nebelschlucht? Gehört das hier noch zur Nebelschlucht? Ja. Bam. Ach, Conifer, da höre ich dich ja schon. Hä? Haha, und ich soll... Ach! Hier wäre ich ohne den Schattensprint gar nicht durchgekommen. Bam. Bam. Zack. Also wenn es hier sowas wie ein Miniboss gibt, ist es sicherlich so diese große Qualle. Conifer, bist du hier? Hä? So viele Quallen. Autsch. Was war das? Oh, hier ein Buddykäfer. Bank. Ah, also die haben ja... Haben das hier. Mir fällt gerade das Wort nicht ein. Die haben das auch hier überwuchert, hä? Autsch. Entsteht da irgendwas? Was explodiert man da unter den Füßen? Ist da irgendwie eine Blase? So, Conifer, wo bist du? Da oben. Aha. Aha, aha. Zum Glück habe ich genug Geo. Ich kann heute wieder nicht reden. Hoho, so merkwürdig Highlands Nest auch sein kann. Diese Höhlen übertreffen alles. Hast du dieses dunkle Tor unter uns gesehen? Es ist ziemlich verstörend, in seiner Nähe zu sein. Ich habe es möglichst vermieden. Ich wollte gerade fragen, wie bist du denn hierher gekommen? Hast du einen ziemlichen Umweg genommen? Zum Glück habe ich einen anderen Weg hineingefunden, auch wenn ich mich beim Warten durch die Sorge ein wenig verätzt habe. Naja, muss man sich nur eine Träne überziehen. Katalysiert, und schauen wir sie uns mal an. Leerarchiv, aha, was ist das für ein Zeichen da unten? Kann der Königin Krückwe... Das ist gar nicht so groß. Überwucherter Hügel... War ich gewesen? Was ist das Zeichen da unten, diese Spirale? Und unten steht mitten in einem See ein großes Gebäude. Ein wundervoller Anblick. Ich wollte hineingehen, aber es ist inzwischen ein Nest. Aber es ist inzwischen ein Nest für diese durchsichtigen Schleimkreaturen. Igitt. Die sind einfach so widerlich. Und man kriegt einen Schlag, wenn man sie berührt. Ja, das sind Quallen. Quallen in der Tat. Schleimig, man kriegt einen Schlag, die sind Quallen. Bam. Erst schleudere ich sie weg, dann werden sie hier beschützt zornig. Hey, was schlägst du mich hier einfach in die Wand? Ich komm dir mal nach. Bam. Ach, die sind... Die... Ach. Das sind diese Blasen, die explodieren. Hepp. Hepp. Aha, aha. Also jetzt habe ich... Also, ah nee, Moment. Ich habe zwar jetzt die ganze Karte, aber das heißt nicht, dass ich das gesamte Gebiet hier erforscht habe. Ich habe es nur nicht selber aufgedeckt. Hammer. Moment. Doch, hier war ich genauso gewesen. Also im Grunde ist die... Ja. Also im Grunde ist die Nebelschlucht nur sowas wie ein Zwischengebiet, wo man einfach mal durch muss. Hm? Um zum Beispiel zu den Gärten der Königin zu kommen. Hamana. Hep. Geben die Seele? Hep.
Die geben keine Seele, so wie es aussieht. Heißt das, sie sind eine andere Art Lebewesen? Ja gut. Jetzt habe ich genau, bin ich genau da, wo ich hin will. Oder will ich da hin? Ich glaube, ich will erstmal da unten hin. Erstmal da unten, wo diese Spirale ist. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich da gewesen war. Oder ist es das Zeichen der Bank? Ach, das ist das Zeichen der vermeintlichen Bank. Aha. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil eigentlich hätte man ja erst zu Cornifer gekonnt, nachdem man den Schattensprint hat. Also war ich anscheinend zu früh hier hingekommen, um überhaupt was tun zu können. Wisst ihr was, dann gehen wir doch einfach mal in das Nest rein, ins Lehrarchiv. Das Lehrarchiv, was wird gelehrt, wie man überlebt in dieser Welt. Mhm. Und hier vielleicht diese Quallen hier erschaffen. Eine Bank, sehr schön. Mhm. Und hier muss ich jetzt einfach nur durchkommen, um dann den Träumer zu finden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieser Träumer heißt. Hey, super. Zack. Aber mit dem Schattensprint habe ich definitiv hier einen guten Vorteil, dass ich hier nämlich einfach hier durch kann. Autsch. Bam. Hep, hep, zack. Ja, das hat was von einem Laboratorium, so wie von Dr. Frankenstein. Wurde ja vielleicht auch irgendein Monster erschaffen, hä? Was ich dann besiegen muss. Haha. Hep. Pfui. Und Fall. Ich glaube, das wird ein Spaziergang, weil ich habe jetzt all die Fähigkeiten, die ich brauche, um hier locker durchzukommen. Ich bin säureresistent. Ich kann einfach durch die Gegner durchdashen. Was ist das denn oben? Moment. Bam. Ich bin weg. Das sieht aus, als müsste ich es zerstören. Moment. Bam. Betrachten, also. Bitte was? Eure Dotter Berfeen Schale Otor halten Licht dies Gefäß, dies Ei, dies Siegel, eure Inzien aussehen, o Siegel, Binnenträumer verkoppelt. Gekoppelt, verkoppelt. Du bist gekoppelt, verkoppelt, mein Freund. Ja, da ein Mikrofon! Halten Licht euer Traumschippe und Wuchs halten. Okay, und jetzt nochmal auf Hochdeutsch, bitte. Also wahrscheinlich war das irgendwie fehlerhaft. Da hat die Hälfte hier gefehlt. Von dem Text. Würde. Okay. Umu. Ist das jetzt eine Anspielung auf Uwu? Eieiei. Hilfe. Nix doch. Okay, ich kann dir nicht schaden. Wie schade ich dem Teil? Von oben? Bitte was? Ich muss ja. Ich habe keine Ahnung, wie ich dem schade. Quirrell! Ey! Hilfst du mir? Aha! Du, die Schale muss platzen. Hä? Also. Quirrell, komm, komm, hilf mir, hilf mir. Ich kann ausweichen. Kannst du die Schale platzen lassen? Autsch. Hamna, Hamna, Hamna. Das ist cool. Das ist richtig cool. Einfach mal. Jawohl, danke. Bam, bam. Haha. Wenn ich nur ausweichen muss und du machst dir die. Autsch. Die Hauptarbeit, was das Angreifen angeht, dann haben wir gute Chancen, mein Freund. Hep, hep. Einmal durch, einmal durch, einmal durch. Eieiei. Heilen, heilen, heilen. Jawohl! Bam! 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 Ich bin weg! Deckung! Ja, ich gehe ja schon in Deckung. Ich weiß, es kommt. Autsch! Los! Lass die Blase platzen!
Puh. Okay, was kommt jetzt wieder? Die Mini-Blasen. Die Mini-Schocker. Autsch. Autsch. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Danke. Hamana, Hamana, Hamana. Okay, okay, okay. Jetzt ist er sauer. Jetzt bringt er die großen Funkeli. Hä? Ich gehe ja schon in Deckung. Bam. Ja, ey, nur ein Hieb hat noch gefehlt. Dankeschön, Quibble, für die Unterstützung. Hui. So soll's laufen. Erstes Mal hat zwar ein bisschen hier mich überrascht, aber trotzdem geschafft beim ersten Versuch. Haha. Puh. Eieiei. Okay, Quill ist also mit mir hier reingekommen. Er kann da hin. Er kann da rein. Was steht hier jetzt? Königslicht, dies wuchs in Art, Fluss, all Denken entfällt. Altlicht, dies Essenz, dies Traum, dies Unwuchs, o Endenken. Aber künstlich schutt Altlicht lohe. Denkfluss, aber Traum und halten euer Unwuchs entleben. Moment, was hatte das erste gesagt? Irgendwas mit, auch was mit Unwuchs. Also hat vielleicht der Träumer versucht, irgendwie durch Experimente etwas gegen die Krankheit entgegenzusetzen? Verstehe ich das richtig? Hep, 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 hep. Ja? Weil ich meine, diese Kreaturen, diese Quallen haben ja auch diese orangene Essenz in sich. Will was? Ja, ja. Betrachten. Etwas glüht in dem Behälter. Puh, erschreckt mich nicht. So. Rief's ja also auch nach dir. Mir wird klar, dass unsere gemeinsame Ankunft kein Zufall ist. Obwohl ein großer Teil meiner Erinnerung fehlt, kann ich mich an diesen Ort erinnern. In diesen Räumen versuchte die Gelehrte ist der Name natürlich, das Wissen des Königreichs zu lagern. Und in ihrem Zentrum lagerte sie sich selbst. Das ist die Träumerin, also ihr Körper. Aha. Um Heilands Nest zu retten, wurde die Gelehrte willentlich selbst zu einem Siegel. Aber sie ordnete zusätzlichen Schutz für sich selbst an. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber ich habe dabei eine Rolle gespielt. Ach, war eher sowas vielleicht wie ihre Leibgarde. Sie rief mich jetzt hierher, um diesen Schutz aufzuheben. Alles nur, um dir zu helfen. Interessant, die andere schien mich irgendwie verschleppt. Bei der Bestie ist... Schien es so, als würden die mich verschleppen oder haben sie mich einfach zu ihr gebracht. Weil sie merkten, es ist Zeit, das Siegel zu lösen. Aber so wie die Träumer mit mir geredet haben, kommt es mir so vor, als wollten sie nicht, dass die Siegel geöffnet werden. Die Siegel sollen halten. Oh je. Die ist das. Es ist ihre Maske. Deshalb hat er sie bei sich gehabt. Es war ihre Maske, ihr Gesicht. Zögere nicht. Sie ist es, die Veränderung herbeisehnt. Nicht ich. Sie weiß, was du tun wirst. Und sie scheint es zu begrüßen. Noch was? Kann ich mit dir nochmal reden, im Traum? Kaum zu glauben, dass solch ein kleines Wesen das Schicksal des Königreichs trägt. Puh, was soll ich tun? Soll ich jetzt einfach mit ihr reden? Eine Gestalt schläft in dem Behälter. Hatte ich gesagt, dass es mich an Metroid erinnert? Ich glaube ja, oder? Hamana, Hamana! Bam! Sie scheint es zu begrüßen, also ich schätze, ich muss nicht mit ihr kämpfen, so wie bei der Bestie, sondern ich muss ihr nur die Essenz entziehen, oder? Servus. Ja. Für die Vielfalt ein Siegel.
für immer unverändert. Die Siegel müssen brechen. Für immer. Für immer. Mir fällt jetzt erst auf, dass die ja selber im Grunde eine Qualle ist. Oder quallenartig. Also sie hat mitgeholfen, oder sie wollte, dass die Welt, das Highlands Nest, weiterhin besteht und hat hier wohl diese Experimente mit den Quallen und so weiter gemacht und auch mit dem Überwuchs, was wir wohl auch in der Nebelschlucht sehen und auch in den Gärten und mit den ganzen Moostierchen. Das heißt, soll das bedeuten, dass diese Mooswesen sozusagen eine von ihren Experimenten abstammen? Das musste ich nochmal genauer nachlesen, also so ungefähr verstehe ich's. Achso, stimmt, ich muss ja angreifen und dann sie und dann ihre Seele entziehen. Bam! Bam! Okay, und jetzt halten. Und das zweite Siegel bricht. Ob sich jetzt vielleicht nochmal ein weiterer Teil, so wie die Wegkreuzung, infiziert und verändert? Hast du mich beobachtet beim Schlafen? Du bist ja schön anzusehen. Das Leben der Dame erlischt und mit ihr bricht das Siegel. Es ist schwer, was du versuchst, aber ich habe deine Tapferkeit aus nächster Nähe gesehen und auch sie hielt dich für fähig. Mache dich also auf den Weg und lasse mich noch etwas ausruhen. Jetzt, wo die Tat vollbracht ist, spüre ich mein Alter. Ach, ist er eigentlich älter, als er aussieht? Hast dich gut gehalten. Sagst du noch was im Traum? Nee, nichts Neues. Da war ja wirklich jetzt hier wieder die Reise. Da war ja die Reise schwerer als der. Als hier der Ort. Moment, kann ich das da untersuchen? Dieser Ort birgt sicher noch irgendwelche Geheimnisse. Oder? Irgendwelche. Betrachten. Ein Tank voller aufgeladener Luma-Fliegen. Geht nicht. Luma-Fliegen heißen also diese Tierchen. Aha. Was sagt das? Von fehlen eure Überflussschalle außen, o Innenplatz in fehlen eure leere flüssig Substanz, o Gewebe fehlen innen, o Schale außen, eure Materblick, sich leere Gefäße fehlen alles außen. Also das wiederholt immer wieder was mit leere Gefäße, ihnen fehlt die Substanz, ihnen fehlt das Leben, halten. Ja, das ist das, was wir alles immer hier gesehen haben. Die leeren Schalen der Käfer, die jetzt nur noch ohne Leben umher wandeln. Ohne einen Willen. Einfach nur die. Wer hat das so schon gesagt? Die Instinkte eines Käfers. Ja, das war alles. Alles hier drin. Von wo bin ich gekommen? Ich glaube, von rechts, dann gehe ich mal links entlang. Autsch. Eieieiei. Ich glaube, wenn man die Hauptstory so alleine ansieht, ist die gar nicht so lange. Aber es gibt halt wirklich sehr viel zu tun, um halt auch die Geschichte hinter dieser Welt zu verstehen. Ja? Weshalb haben sie das getan? Wie ist es dazu gekommen?
Wobei, wie es dazu gekommen ist, wurde eigentlich noch nicht wirklich gesagt. Man weiß, es ist eine Krankheit gekommen, aber woher kam die Krankheit? Das ist die Frage, oder? Das ist die Frage, woher kommt die Krankheit? Vielleicht aus dem Königshaus, weil ich meine, wenn ja die wenn der König und die Königin ja versucht, mit ihren Gefäßen die zu innezuhalten, war das vielleicht etwas, was... Hep. Autsch. War das vielleicht etwas, was sie... wofür sie die Verantwortung tragen? Zack. Da war jetzt noch in den Gärten der Königin so ein Weg, wo ich mir auch nichts mit der Karte anschauen konnte. Das möchte ich mir nochmal anschauen, was da ist. Bin ich richtig? Nö, total falscher Weg. Runter muss ich, runter. Gärten der Königin, überwuchert. War ich da? War ich hier gewesen? Ich glaube, hier war ich nicht gewesen. Oder? Bin mir gar nicht sicher. Ja. Also so komme ich wieder zurück. Moment. Woo. Ich versuche mich gerade wirklich zu erinnern. War ich hier gewesen? Ja oder nein? Ich glaube ja. Weil hier die ganzen geladenen Luma fliegen. Kommt mir. Ah, doch, doch. Ah, genau, stimmt. Hier war ich gewesen. Stimmt, hier war ich gewesen. Da war ja auch diese Schamanenschnecke, richtig? Zack, zack. Da war ja, glaube ich, hier dieser Kampfraum. Und was hatte ich hier entdeckt? Was hatte ich hier entdeckt? War das ein Zauber? War das nur Geo? Mit dir konnte ich sprechen, aber sonst war ich hier nichts, oder? Höre mich. Ich höre dich, ich sehe dich, aber was anderes kann ich hier nicht tun. Ja, hier war ich definitiv. Ja. Da hätte ich vielleicht sowas als Spielentwickler eingebaut, wenn man hier alles gefunden hat, dass es irgendwie gekennzeichnet wird. Sowas wie ein kleines Sternchen, ein grünes Sternchen. Hey, du hast hier alles gefunden, musst hier nicht mehr unbedingt hingehen. Sowas zum Beispiel, ja? Hamana, 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 hamana. Gut, also hier war ich gewesen. Autsch. Hm? Moment, da war ich durch. Da hat mir die Karte gefehlt. Das war der Weg. Oder? Ich frage mich gerade selber wieder. Ja, hier war die Schattenfontäne. Und dann ging es in den Gärten der Königin. Da war doch nicht mehr. Ich hätte wirklich gedacht, da oben wäre mehr. Hep. Hellerbatch. Pam. Jawohl. So. Dann verbleibt nur noch ein Träumer. Und der ist ja beim... in der Stadt der Tränen. Wo ich ja in die Ritter der Wache besiegen muss, damit es ja weitergeht. Bam! Und, jawohl, auf kleiner Hieb. Ein Treffer vorbei ist gewesen. Zack. Bam. Autsch. Hep. Ich gehe gerade, glaube ich, den falschen Weg. Wenn ich zum Hirschkäferweg will, muss ich hier links lang. Hep. Genau, hier habe ich ja geöffnet den Weg. Zack. Ah, genau, die Jumpy Spiders. Bam, bam. Hep. Es gibt sicherlich noch Gebiete, die ich noch nicht erforscht habe. Sowas wie die, auch besonders wie DLC-Gebiete. Aua, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bam, 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 bam.
Also was ich für den Kampf für die Ritter besonders aufhebe, ist der schnelle Hieb. Weg da, weg da. Autsch. Verdammt nochmal. Dass man hier nichts findet. Oder hat man da was gefunden? Hep, hep. Ah, ich bin einfach weg. Ich bin weg. Geo, geo, geo. Hä? Und Pflanze ist auch noch da. Und bam. Bam. Oh, da oben ist ja was. Da war ich nicht gewesen. Wahrscheinlich nur hier ein... Wenn man hier den menschenfressenden Pflanzen, also menschenfressenden, den fleischfressenden Pflanzen ein bisschen hier ein bisschen Respekt zu entgegenkommt, einfach mal verbeugen, verbeugen, dann kann man auch dem Biss entgehen. Hihi. Hammer, 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 hammer. Bam. Autsch. Zack. Komm her, du. Komm her. Bam. Ich kann auch wirbeln. Ich kann sie zwar nicht ab, nicht wegschleudern, aber ich kann's. Ich gehe totalen Umweg. Naja. Bitte hat schon Umweg, hat gar keinen Weg. Ich könnte da vielleicht nochmal was holen. Da ist ja eine Bank in der Nähe. Dann könnte ich auch einfach, wenn ich ja schon mal vor Ort bin, hier den einen Kriegertraum herausfordern. Dann habe ich hier schon mal das erledigt und kann mir auch schon mal wieder ein paar Traumessenzen holen. Servus! Wisst ihr was? Machen wir das doch mal. Komme ich jetzt auch wieder durch? Jawohl. Feine Sache. So, du willst ja spielen, lieber Marmu. Wollen wir mal gemeinsam warten, Fremder? Wollen wir spielen? Natürlich. Komm her. Machst du hier auf Wrecking Ball, hä? Ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Hä? Alter. Könnte das funktionieren? Oh Mann. Könnte das funktionieren? Ich stelle mich in die Ecke rein. Ach, das ist ja kein... Ich bin ja nicht in der Traumwelt. Das heißt, ich verliere schon mein Geo und meine Seele. Wenn ich in der Ecke stehen bleibe, könnte es funktionieren, dass ich dann einfach immer wieder Bam, Bam, Bam mache. Probieren wir es mal aus. Wenn ich richtig stehe... Komm her, komm her, komm her, komm her. Ich glaube, das könnte sogar funktionieren. Das ist wohl ein eher leichter Traum, Kriegertraum, der wirklich nur spielen will. Na komm her, komm her. Okay, okay, einfach mal hier jonglieren, 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 jonglieren. Manchmal trifft's, manchmal nicht. Hat das was mit der Hitbox meiner Schläge zu tun? Vielleicht könnte ich da was nutzen, wenn ich hier den... Den brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt. Den Kompass tue ich mal weg. Den robusten Panzer nehme ich mal. Und... Kann ich den Schnellfokus noch nutzen? Nein. Ich glaube, den scharfen Schatten könnte ich jetzt mal ablegen. Sprintmeister könnte vielleicht helfen. Der Langnagel, das habe ich eine größere Reichweite. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Manchmal sind es wirklich die mit dem... Autsch. Manchmal sind es wirklich... Die mit dem
simpelsten Verstand, mit der simpelsten Art und Weise, die die schwierigsten sind. Okay, wollen wir gemeinsam warten? Natürlich. Okay, also ich habe jetzt den Schnellhieb und ich habe eine größere Reichweite. Also dieser erste Aufprall, den kann man wohl nicht kontern, aber die anderen, die Hüpfer, hüp, die kann man abwehren, hüp, ouch, 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 hüp, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her, damit können wir wirklich im Zirkus auftreten, mein Freund, komm her, komm her. Puh. Da, ich stand doch genau da. Ich treffe ihn doch. Also ist es doch wirklich dieser erste Angriff, der nicht konterbar ist? Sonst wäre es wahrscheinlich zu einfach. Aber es sollte schon zu machen sein. Ich habe zwar jetzt nicht mehr den Scharfschatten, aber ich habe immer noch den Schattendash. Das heißt, den Angriffen kann ich ausweichen. Ich glaube, mein Timing passt einfach wirklich schlecht. Dass ich könnte den Angriffen wirklich. Ich könnte die Angriffe einfach abwehren, aber mein Timing ist schlecht. Ja, es ist doch möglich. Es ist möglich. Einfach draufhalten, einfach draufhalten. Und vorbei ist gewesen. So einfach ist es. Na? Du bist stark, du bist stärker, du bist. Ich habe lange gewartet, Freunde. Ich habe lange gekämpft, Freunde. Ich bin sehr, sehr müde. Die Königin wird bald hier sein. Und ich möchte einfach ein wenig schlafen. Weck mich auf, wenn die Königin ankommt, Freunde. Flip um die Königin und Bein, das fliegt mal, Freunde. Das wäre schön. Schön. Also ich kann ja schon fliegen und die Königin habe ich getroffen, aber du, mein Kleiner, wirst in deinen Träumen fliegen können. Beschützer von Wurzel und Platt, wir ehren dich. Ha, Beschützer von Ehrenblatt. Von Wurzel und Platt war es, von Wurzel und Platt. Okay. Gut, will ich das vielleicht sogar für die Ritter behalten, weil die machen das ja auch. Das ist genau die gleiche Art und Weise, dass die hier rumdotzen und ich muss die abwehren. Wobei ich hier dann den Scharfschatten bräuchte. Das könnte helfen, das könnte wirklich helfen. Gut, meine Damen und Herren, also. Da mache ich jetzt hier wieder einen Cut. Wir haben den zweiten Träumer befreit. Ich werde aber, glaube ich, dann, ich werde dann in die Stadt der Tränen reisen, werde aber zwischendrin erstmal da noch warten, falls sich vielleicht da nochmal was geändert hat. Ich weiß ja nicht, ob sich nur die Wegkreuzung infiziert, ob jetzt auch noch andere Orte infiziert sind, ich weiß es nicht. Und wenn ich vielleicht in der nächsten Ausgabe den dritten Träumer besiege, dann habe ich viel zu tun. Den ganzen Traumessenzen sammeln, nämlich Fuwi, und neue Sachen sammeln. Vielleicht passiert dann was beim Maskenmacher, wer weiß, wer weiß. Und ja, wenn jemand der Damen und Herren diese Ausgabe von Hollow Knight gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.